Hey Internet und YouTube, zurück bei Risen. Sophia. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Möchtest du mit mir gehen? Ich bin neu hier. Silberzunge 30. Und mit wem habe ich die Ehre? Ein Mann mit Manieren. Mhm. Das ist hier draußen in der Tat sehr selten. Ich bin Sophia. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Yeah, der gute erste Eindruck. Interessiert mich deine Lebensgeschichte? Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Erzähl mir was. Erzähl mir von hier. Aborea ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier in der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Okay. Ich habe noch Fragen über die Schwertküste. Ja? Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Was weißt du über die Gefahren? Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguare. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangene. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Was hast du noch zu bieten außer Grog? Wenn du verstehst. Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Schätze? Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Gib her! Ist auch nicht gefährlich. Jutan? Komm! Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Wie viele Flaschen? Wie viele Flaschen brauchst du? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Okay. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Wow, wie sie da steht. Was hast du für mich? Ein schwarzes Kopftuch. Das ist ganz großartig. Ein alter 2 Bits. Das ist ein Stückchen besser. Das ist nix. Nix. Das ist alles nix. Oh, ich brauche Stiefel, oder? Sowieso. Alte Lederstiefel. Das ist ein bisschen besser. Gute Schuhe. Auch sehr witzig. Ja, eine Knochensäge brauche ich. Wurde mir gesagt. Oder? Okay, gib her. Ich nehme... Du hast eine Schatzkarte. Am Stand von Puerto Isabel. Gib mir das, 100... Okay, gut. Gut, gut, gut. Und mir wurde dezent 180.000 Mal gesagt, ich habe eine Pistole aufgehoben. Das ist gut. Das freut mich doch. Plunder. Warum habe ich zweimal eine Schaufel? Wenn ich wüsste, warum. Willst du diese blödsinnigen Leuchtkugeln? Super. Heilige Stein der Eingeborenen. Hier hast du einen Goldbrocken. Da schrieb jemand. Solange ich nicht weiß, kann ich sie ruhig verkaufen.
Da ist sie dann wieder mit dem gleichen Ding, aber... Teller! Sehr wertvoll. Eine behalte ich mir. Schale, Kerzenleuchter brauche ich nicht. Das behalte ich mir, weil ich nicht weiß, ob ich das irgendwann brauche. Ausrüstung. Ich will nichts verkaufen. Okay, wartet. Ah, tschüss. Und zwar die linke Hand, da wünsche ich mir die Pistole her, okay. Macht er doch automatisch, oder? Nicht? Zwei Pistole, okay. Oh, jeez. Nee, das vergesse ich wieder, wo ich was hab. Okay, lassen wir es so drinnen. Okay, wow, 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 wow. 3000 rum. Okay, 4000. Klingen. Jetzt sollte ich wahrscheinlich auf Feuerwaffen, oder? Die Grundwerte einer Muskete, Schrotflinte und Pistole. Ah, ich sollte jetzt auf Pistole ändern, oder? Den ganzen Mist. Okay, gib her. Ja, was soll's. Okay, komm her. Machen wir Feuerwaffen. Like a Brutalinski. Damit ich wenigstens was treffe, okay? Damit ich wenigstens was treffe. Inventar, rechte Hand. Jetzt habe ich die Pistole hier. 3, 4, was ist 5? War der Speer. Okay. Ich bräuchte was zum Anziehen, aber... Mal sehen, ob ich nicht was stehlen kann. Haha. Nicht, dass ich das gerne tun würde. Doch. Doch. Doch würde ich. Kanone benutzen? Das, glaube ich, ist keine gute Idee jetzt. Oh, das Lager. Hat hier jemand was dagegen, wenn Wer ich... schleicht, hat nichts Gutes gesehen. Miguel! Ich bin Miguel, der Lagermeister von Puerto Isabella. Miguel. Was kann ich für dich tun? Das weiß ich noch nicht. Kann ich bei dir was kaufen? Kann ich bei dir was kaufen? Nein, darum kümmert sich meine Frau Sophia. Ich dachte, das... du bist der Lagermeister. Ich habe genug zu tun. Alles, was rein und raus geht, wandert über meinen Tisch. Und seit Alcazar die Rationierung befohlen hat, muss jede Liste doppelt und dreifach geprüft werden. Was für ein schwerer Job. Die meisten Leute machen sich ja kein Bild davon, wie nervenaufreibend Buchführung sein kann. Das glaube ich dir. Solange alles läuft, bemerkt mich niemand. Aber wehe, es fehlt mal was. Dann bin ich es wieder gewesen. Okay, ich kenne das. Ich kenne das. Undank ist der Weltenlohn. Du sagst es, mein Freund. Du sagst es. Hör mal, du siehst wie ein Mann aus, der viel rumkommt. Ei. An den Stränden liegen noch Frachtkisten. Alles Zeug, das irgendwann mal angespült wurde. Und die... Ah, den Mistfrachtkisten. Ich werde dich dafür... Okay, okay. Warum wird rationiert? Mach dir keine Sorgen, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wegen dem Piraten. Diesem Captain Crow. Solange wir nicht wissen, ob er eine Gefahr für uns ist, geht Alcazar auf Nummer sicher. Sehr vernünftig, wenn du mich fragst. Was weißt du über Crow? Er tauchte plötzlich mit seinem Schiff vor unserer Küste auf und hat einen unserer Vorposten überfallen. Nur dem schnellen Eingreifen von Alcazar ist es zu verdanken, dass er nicht auch noch die Stadt geplündert hat. Was ist passiert? Er hat das Piratenschiff aufgebracht und versenkt. Eine Schande um die Vorräte, die dabei vernichtet wurden. Ja, wir hätten sie hier gut gebrauchen können. Und was ist mit Crow jetzt, wo er kein Schiff mehr hat? Tja, das wissen wir nicht. Er hat sein Schiff verloren, aber er ist immer noch draußen im Dschungel. Und nach dem, was man so hört, ist er ein gefährlicher Mann, der dem Tod mehr als nur einmal von der Schippe gesprungen ist. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig, solange er noch hier ist. Zum Glück ist Alcazar der gleichen Meinung. Deshalb auch die Rationierung. Erzähl mir was über die Stadt. Im Augenblick haben wir hier eine Festung. Einen Landungspunkt, von dem wir den Kontinent erforschen können. Die unterste Ebene bildet der Hafen.
Hier gibt es ein Tor und das Lagerhaus. Dort hast du nichts zu suchen. Ebenso wenig auf dem Schiff. In der Mitte findest du die Handwerker und den Schweinebauer. Zu oberst steht die Garnison. Dort findest du Kommandant Sebastiano und die Protektoren. Ja, noch Fragen? Ich denke schon. Wo darf ich hin? In den Häusern hast du nichts zu suchen. Das werden wir sehen. Das gilt vor allem für das Lager, aber auch für das Schiff. Und die Garnison? Ja, das klärst du am besten mit Kommandant Sebastiano. Gibt es noch weitere Zugänge? Es gibt einen Weg durch das Tal, der zur mittleren Ebene führt. Der wird ebenfalls von uns bewacht. Und da gibt es natürlich noch das Haupttor, oben bei der Garnison. Ich nehme an, das wird ebenfalls bewacht. Du sagst es. Ha. Bla 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 bla, du hast auch einen Namen, oder? Benito. Schaust du dir die Geschütze an? Ganz schön beeindruckend, was? Die Rohre sind extra für diese Expedition gegossen worden. Die haben eine größere Reichweite als die meisten Deckgeschütze. Nett. Nett? Was du hier siehst, mein Freund, ist das Beste, was die Rüstungsschmieden Calderas je verlassen hat. Bist du der Kanonier? Ist das so offensichtlich? Ja. Du bist offen heraus. Das gefällt mir. Ich weiß, manchmal geht meine Begeisterung mit mir durch. Aber Kanonen sind nun mal mein Leben. Siehst aus wie ein Seemann. Du bist doch kein Pirat, oder? Na, niemals. Nein, kein Pirat. Nur ein einfacher Seemann. Ein Pirat würde hier wahrscheinlich auch nicht rumlaufen. Mhm. Dabei würde ich mich gerne mal mit einem unterhalten. Ich möchte nämlich mehr über Seeschlachten wissen. Ach, du Freak. Warum sind die Kanonen zur Seeseite ausgerichtet? Die Molukken halten wir mit unseren Musketen in Schach. Aber was, wenn ein Schiff kommt? Crow hat es bereits versucht. Wir haben ihn mit der Black Betty verfolgt und ihn auf den Grund des Meeres geschossen. Aha. Sind das alle Kanonen? Nein, wir haben noch ein paar Kanonen auf den Türmen. Damit können wir den Feind ins Kreuzfeuer nehmen. Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich. Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Okay. Beengt, ein Raum mit lauter Männern, was? Verschlossen. Okay, ich brauche unbedingt... Ich wette, hier hinten ist was. Ich wette, hier hinten ist nichts. Wette gewonnen. Der mir das Schlösserknacken beibringt. Und dann muss ich noch hier rein. Wo ist er hin? Er ist weg. Speichern. Oh, er ist da drinnen. Oh, okay. Okay. Ist kein Problem, ich wollte nicht rein. Ich wollte gar nicht rein. Spielstand wurde erstellt. Super, das waren jede Menge Dialoge und wir sehen uns wahrscheinlich bei weiteren Dialogen. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, macht's gut. Tschüss.